SBT Section, it's Shisha Time. Servus, liebe Shisha-Freunde, B2B von den Shisha-Warntestern begrüßt euch zu einem neuen Video. Natürlich ist heute wieder wahrhaftige Betonierungszeit, denn ich habe für euch heute einen, ja, meiner Meinung nach underrated Tabak am Start. Warum underrated? Ich glaube, dass dieser Tabak auf jeden Fall mehr Bekanntheit verdient hat, denn der hat es auf jeden Fall auf dem Kasten. Warum, findet man in diesem Video raus. Um welchen Tabak geht's? Um den Candies and Cocktail Tobacco in der Geschmacksrichtung, die ich euch heute zeige, Coca Cracher. Und so sieht das Ganze aus, wenn es nach Hause kommt. So eine Dose hat 200 Gramm und kostet 17,90 Euro. Und Coca Cracher, ich glaube, da brauchen wir nicht viel reininterpretieren, ist eigentlich ganz klar, nach was es schmecken soll, nach den bekannten Cola Crachern eben. Und den schauen wir uns jetzt in diesem Video etwas genauer an. Hab schon ein paar Köpfchen geraucht, es ist nicht mehr voll das Ganze. Ungefähr die halbe Dose habe ich noch für euch, aber da sieht man auf jeden Fall schon ein bisschen mehr, was den Schnitt und die Feuchtigkeit angeht. Der Schnitt ist mittelmäßig, könnte meiner Meinung nach noch etwas feiner sein, aber es geht auf jeden Fall. Aber wenn man noch ein kleines bisschen den Schnitt verfeinert, dann ist er meiner Meinung nach perfekt. Denn die Feuchtigkeit und das Mischungsverhältnis ist bei dem Tabak wirklich sehr gut. Und der Geruch, Freunde, der hat mich gleich zum Grinsen gebracht, denn Kindheitserinnerungen, Freunde. Das Ding riecht einfach 1:1 wie Cola Cracher, bloß noch intensiver. Der riecht genauso, wie wenn ich 3-4 Stück gleichzeitig in den Mund nehme, drauf rumkaue, genauso riecht der. Ja, und das ist auf jeden Fall schon mal eine richtig gute Voraussetzung, dass der Tabak dann auch in die Richtung geht vom Geschmack her. Und das ist ja das Wichtige. Und deswegen schauen wir uns jetzt den Coca Cracher auch während dem Rauchen natürlich gleich an. Also geruchlich, wie gesagt, 1:1 wie der Cola Cracher selber. Und von daher, ja, kann es eigentlich nur interessant werden. Und ich würde sagen, wir machen jetzt die Rauchprobe. Geraucht wird heute in der Aeon Edition 4 Premium. Und ich würde sagen, wir probieren das Ganze jetzt mit SWT Setup, Saphir Squeeze Number 9, 3/4 voll gemacht, Kalot Lotus 1 Plus obendrauf, der Niris und 3 Kohlen haben wir drauf. Eine ist auf Kipp, 2 sind drinnen, 26er Al-Dukhan. Ich würde sagen, los geht's, jalla Abfahrt. Ja, Freunde, und was soll ich sagen? Der Tabak ist einfach Cola-Kracher. Ja? Wie wenn man die Cola-Kracher klein gemörselt hat und einfach in den Tabak reingemischt hat. Der schmeckt einfach 1:1 wie die bekannten Cola-Kracher, ohne irgendwas anderes mit drinnen. Da ist sonst kein anderer Geschmack drin, genau das, was draufsteht. Und das ist eben das, was ich so geil an dem Tabak finde. Es gibt nämlich viele Cola-Kracher auf dem Markt, oder einige, sagen wir mal so. Die meisten Sorten haben dann in den meisten Fällen dann tatsächlich auch noch einen anderen Geschmack mit drinnen. Wie zum Beispiel Limette oder frische Note oder sonst irgendwas. Aber das gehört ja eigentlich in den normalen Cola-Kracher gar nicht rein. Und hier ist es einfach nur der reine Cola-Kracher und der halt super authentisch getroffen. Und deswegen feiere ich den Tabak auch so extremst, weil er einfach genau den Nagel auf den Kopf trifft. Und geschmacklich ist das Ding einfach mega intensiv, Vollgas authentisch, einfach ein geiler Cola-Kracher-Tabak. Meiner Meinung nach der beste auf dem Markt. Also wenn jemand wirklich einen reinen Cola-Kracher sucht, Candies and Cocktail. Geil. Einfach nur geil. Wirklich. Also, wie man den Cola Cracher kennt, genauso schmeckt es. Vollgas authentische Cola-Note mit drinnen. Dann eben diese säuerliche Note, was man da ja drinnen hat, kennt man ja bei Cola gar, wenn man da 2-3 Stück nimmt, dann hat man schon so, wo man die Augen so zusammenkneift und sagt, oh, ja, geil. Genauso schmeckt das Ding auch. Natürlich nicht so extrem säuerlich, wie es jetzt die Original-Cola-Kracher haben, weil sonst wäre das natürlich nicht so genießbar, sage ich jetzt mal. Aber ich finde, man erkennt es sofort. Ja, also ich habe auch schon den Tabak ein paar Kumpels zum Rauchen gegeben und gesagt, nach was schmeckt der, ohne zu sagen, was drin ist. Haben nur mal riechen lassen, mal probieren lassen und ich glaube, jeder hat davon gesagt, Cola-Kracher. Also von dem her, besser geht's nicht. Aus diesem Grund ist es definitiv ein Geheimtipp von mir, sich den Coca-Cracher mal genauer anzuschauen. Ist wirklich ein sehr, sehr guter Tabak. Und es gibt auch noch 5 weitere Sorten auf dem Markt.
von Candies und Cocktails. Ich habe sie mir mal hier aufgeführt. Ich blende sie euch auch ein. Und da seid jetzt ihr gefragt, soll ich noch eine andere Sorte von Candies und Cocktails vorstellen? Wenn ja, dann schreibt mal rein, welche euch denn außer der Cola Kracher hier eben am meisten interessiert. Da würde es noch geben den Sunquist, das ist die Orangenlimo. Dann gibt es noch den Mojito, schmeckt wie ein Mojito-Cocktail. Dann gibt es noch den Red Milf, das soll der Milchshake sein von der bekannten Fastfood-Kette. Dann hätten wir noch den Wild Smoothie, das ist ein Smoothie aus Heidelbeer, Himbeer und Trauben. Und dann gibt es noch den Calippo Shock, das soll wie Calippo Eis Apfel schmecken. Also auf jeden Fall alle Sorten hören sich wirklich sehr, sehr interessant an. Und jetzt seid ihr gefragt, welche Sorte interessiert euch denn am meisten von den hier vorgelesenen? Schreibt es auf jeden Fall mal rein in die Kommentare, würde mich sehr interessieren, welche Sorte ich denn noch für euch vorstellen soll. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns zum Schluss wie immer noch die Pro- und Kontraliste an. Da hätten wir bei Pro den Schnitt. Der geht auf jeden Fall in Ordnung, wie gesagt, ein bisschen feiner wäre perfekt, aber der Schnitt ist jetzt nicht so schlecht, dass ich sagen würde, okay, der geht auf neutral oder auf kontra, deswegen ist der bei Pro schon richtig eingeordnet. Dann die Feuchtigkeit und das daraus resultierende Mischungsverhältnis, habt ihr ja vorhin gesehen, als ich euch die Dose gezeigt habe, geht Vollgas klar. Der Geschmack und die Intensität mega gut, die Rauchentwicklung natürlich auch Setup abhängig, aber SWT Setup rennt natürlich wie immer. Und der Preis 17,90 Euro für 200 Gramm, meine Schmerzgrenze bei Pro. Und aus diesem Grund habe ich auch nichts bei Neutral und nichts bei Contra. Wie gesagt, der Tabak geht zu 100% so wie er ist. Vollgas klar, Probierempfehlung, geht raus. Und dann war es das auch schon, Freunde, für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, Support ist kein Mord. Däumchen nach oben wäre auf jeden Fall ein Däumchen. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Abonnieren geht hier bei mir. Zum letzten Video geht es hier drüben. Und in der Mitte geht es zu meinem Blog inklusive Verlinkung zu den Produkten, die ihr hier seht. Dann sage ich danke, bis dann und Servus!